So, da sind wir zurück bei Saints Row 4, aber wir sind im Waffenland und noch ein bisschen unter Beschuss. Aber, ich wollte ihn auch holen. Entschuldigung. Ich bin eh voll, ich brauche sie gar nicht. Wir wollten eigentlich Waffen kaufen, das war der ursprüngliche Plan. Und deswegen gehe ich jetzt mal rein hier. Ich hoffe nur, wir werden in der Zeit nicht erschossen wieder, ne? Wie letztes Mal. Ist doch egal. Solange wir die Waffen noch gekauft haben, zwischenzeitlich, ist doch alles cool, Mann. Ist doch cool, Mann. Geil. Nein, wie hammercool ist das denn? Huch, Entführomatik? Wieso habe ich einen Entführomatik? Das lila, das Tentakel, die haben wir freigeschaltet. Habe ich mal in einer Folge auch erzählt. Habe ich gar nicht bemerkt. Nee, wundert mich irgendwie nicht. Nö. Aber ist egal. Ladezeit, Ladegeschwindigkeit. Ja, oh, ja, was geil. Denn? Ich will gerne. Ich will den Tentakelschläger haben. Was ist das denn? Lähmungspistole zum schnellen Ausschalten deines Ziels. Und hier auch noch einen Baseballschläger, ein langer Holzstock, gut um Dinge zu schlagen. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Also den hole ich mir auf jeden Fall. Wir hatten noch früher in Saints Row 3 den über, den Mega-Dildo. Jetzt haben wir ein gutes Set an Waffen. Alter, geil. Geil, die wollte ich immer freischalten, die neuen Waffen. Deswegen, sehr schön, es gefällt mir. Die Waffe zerfetzt die meisten Gegner jetzt in blutige Stückchen. Kostet nur 10.000, nehme ich mit. Ja! Und natürlich noch ein bisschen Schaden drauf. Pimp die jetzt nicht groß, ich spare erstmal, weil ich habe meine Skills gekauft. Boah, Alter, den Baseballschläger musste ich pimpen. Guck mir ja das Ding an, Alter. Bitte, was ist das denn? Ist nur eine Einladung. Panzerfaust in Besitz. Ach, das ist diese Alien-Panzerfaust auch. Boah, das sieht so cool aus mit dieser Wiesenwaffe. Das Abfeuern dieser Waffe bewirkt einen explosiven Rückwärtsschlag. Ist eigentlich auch geil. Für 50.000 weiß ich schon warum. So Saints Lila braucht man eigentlich gar nicht. Boah, das sieht super cool aus. So, die Schnellfeuer, Schnellschusspistole, Alienpistole, schwere Pistole. Anpassen, Digitaltarnung, Taxi. Standard, vergoldet, auch nett, Banditenrot. Redshirt Special, ach geil, der Star Trek Phaser. Achtung, kann nicht auf Leben gestellt werden. Geil. Ach, den habe ich noch gar nicht gesehen. Nimm ich auf jeden Fall mal. Waffen kaufen? Nee, das ist die Schnellfeuerwaffe. Habe ich jetzt mal als Phaser genommen. Einfach mal spaßeshalber. Aber die Panzerfaust ist natürlich auch extremst nice, ne? Panzerbrechende Munn. Kugeln richten bei gepanzerten Zielen und Robotern zusätzlichen Schaden an. Kostet 20.000, aber ich muss gerade ein bisschen sparen, leider. Ob ja, ich würde den Schaden gerade gerne erhöhen auch, aber wir müssen echt sparen. Nee, Feuer-MP habe ich gerade mal gekauft, noch schnell. Aber ich spare auch lieber mal. Weil wir haben echt noch nicht so wenig viel Kohle. Obwohl, ey, ganz ehrlich. Ach, scheiße. Was denn? Schokolauf-Sturmgewehr. Freckles Bitch, was für ein Schokolauf-Sturmgewehr, Alter. Ja, das gibt's auch. Kennst du aber, kostet 20.000. Ach, geil. Gibt alles nichts, wir müssen gehen. Oh, eine Wasserpistole. Kann ich ins Gesicht schießen? Na, cool. Alter, ey, ich muss die Wasserpistole ausrüsten. Bist du bekloppt? Wenn es keine Seifenblasenpistolen gibt, ist das kein guter Laden. Am geilsten ist ja wohl die Gitarre da. Wie bei El Mariachi. Und der Flammenwerfer so, hier drauf. Uiuiui. Boah, was gibt's hier alles? Oh, die hat irgendwie Angst vor uns, die Frau im Waffenladen. Warum nur? Ich weiß gar nicht. Es geht wieder aufwärts. Kills mit dieser Waffe füllen das Magazin wieder. Geil. Ich glaub, der Alarm ist losgegangen, weil ich die Verkäuferin erschossen hab. Ach, du kleiner Wirrkopf. Das tut mir aber jetzt leid. Da komm, ich muss kämpfen, Gronkh. Ich verteidige dich so lange ein wenig, ja? Okay, ich hab die Wasserpistole. Die ist ja geil. Jo, Gesundheit! Okay, ich glaube, jetzt müssen wir was Vernünftiges machen zur Abwechslung, oder? Was kann noch vernünftiger sein? Das sagen wir jede Folge. Boah, Alter, okay. aber die Wasserpistole ist nicht sonderlich gut. Lass mal kurz hier diese Mission Katz und Maus, diese Coop-Mission mal probieren. Ja? Was müssen wir da machen eigentlich? Folgen Sie mir mal, ich weiß es noch nicht genau, das werden wir erfahren. Katz und Maus-Spiel und so, kennst du doch. Kommen die wieder, die Aliens, ey, ihr geht mir langsam auf den Senkel. Boah, ist echt ein bisschen ätzend, ne? Hä? Alter, sorry, ganz kurz. Auge. Ganz kurz. Ja, den habe ich mir auch schon geholt. Ah, okay. Wie Viertel so, gespeichert. Und 40. Okay. Miep, miep, miep. Und yeah. Afterburner bei dem Ding ist natürlich auch geil. Ja, bei so einem riesen LKW. Ja, einfach ein Traum. Yeah! So, du suchst gerade irgendwas, oder wie? Nee, genau, du musst mir nur folgen. Auf Schritt und Tritt am besten. Ja,
Na gut, dann folge ich dir mal. Wir zu dieser neuen Mission. Katz und Maus müssen wir nochmal machen. Machen wir mal heute ein bisschen was Frisches. Wuhu! Ich hab Schappi gekauft. Ah, ne, Whiskas in dem Fall. Boah, da fällt mir auch bei so Katz und Maus-Dingern immer hier Tom und Jerry ein. Wie geil das war damals. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank. Wie lieb von dir. Ach, was ist cool. Das denn? Ich weiß es noch nicht genau. Ich bin die Katze? Du bist eine Katze, ich bin ein Auto. Wo bist du? Okay, ich weiß gar nicht. Ich weiß es selber nicht. Die Katze muss die Maus fangen. Ich muss hier irgendwelche Punkte abfahren. Hilfe, ballerst du da auf mich? Ja! Achso, ich bin die Maus. Ah, ja, du bist das Mäuschen. Scheiße, dann kommen wir noch Cops ins Spiel. Das ist ja ein unfair. Das geht ja mal gar nicht. Alter. Lass mein Fahrzeug in Frieden. Lass mein Fahrzeug in Frieden, du kleine Bitch. Cool, wieder 250 Punkte. Nix da, du kriegst mich nicht. So schnell gebe ich nicht auf. Du kleines Kätzchen. Sehe ich anders. Boah, ich schalte, dass ich keine nicht. Bomben habe. Boah, scheiße. Oh Gott, ich bin voll dagegen gebrettert. Scheiße, meine Karre brennt gleich. Ich glaube, ich muss fliehen. Aber so schnell gebe ich deine nicht Karre auf. Ist relativ stabil, wie ich gerade bemerke. Nee, ich fahr auch sehr vernünftig, erstaunlicherweise. Also wenn man bei mir von vernünftig fahren reden kann, also für meine Verhältnisse vernünftig. Glaube ich keine Minute. Alter, ich bin dir echt auf den Fersen. Boah. Man fahr ja nur mit der Handbremse durch. Ich mache aber gut Punkte. Du lässt mich nicht davon abhalten. Oh, 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 oh. Oh, ich habe gar keine Türen, ich habe gar nichts mehr. Hilfe. Ja. Yeah, nein. Baby, yeah. Geil. Ich habe aber 2200. Nein, jetzt bin ich die Maus. Fuck it. Woran erkenne ich jetzt? Schwer. Woran erkenne ich jetzt die Checkpoints? Schwer. Wie kann ich ballern? Okay, ich verstehe. Hua! Ich weiß gar nicht, wo ich lang muss, ehrlich gesagt. Boah, mit Raketen jemanden zu treffen, ist fast unschaffbar, oder? Ich habe Raketen gar nicht eingesetzt, ehrlich gesagt. Bam! Habe ich dich getroffen? Nee. Nee. Danach könnte ich eine Massage gebrauchen, mein Freund. Bitte was? Was ist das denn jetzt für eine Andeutung? Wo muss ich lang? Shit, ich treff dich nicht mit dem Ding. Mann, die Raketen sitzen nicht. Oh, fuck it, ich muss da lang. Nein. Ja, jetzt habe ich dich getroffen, oder? Nö, ich glaube nicht, ich bin mir nicht sicher. Aber ich muss weiter nach vorne zielen, unbedingt, sonst treffe ich dich nicht. Pam! Jetzt habe ich die aber gewischt. Ja? Ich sehe das gar nicht, ehrlich gesagt. Next time you should run. Dein Auto hält doch unglaublich viel aus. Gibt's ja gar nicht. Ja, ich weiß. Ach, fuck it, ey. Immer wenn ich Nitro mache, also muss ich gerade. Ich glaube, die Raketen sind ein Fehler hier. Nein, scheiße, ich hänge jetzt im Zaun irgendwo. Meine Chance, dich zu blätten. Oh, Alter, du hast mich gerade im Fluss gejagt. Okay. Ja! Aber ich. Hä? Du hast nein, gewonnen! Du hast gewonnen! Yeah. Du hast 20 Punkte mehr gemacht! Verdient! Wie geil, war ein lustiges Game! Ach ja! Hammer! Geil! Hammer geil! Macht aber Spaß! Man muss ja aber doch. Als Flieger muss man sich echt konzentrieren, ne? Ja, also und vor allem habe ich das mit diesen Raketen ausprobiert, das ist schwer. Vor allem, also man muss halt wirklich vor den anderen schießen. Du musst genau berechnen, wo er langfährt. Und da du hier die ganze Zeit irgendwie kreuz und quer düst, Alter, merkst du dir das gar Tominator nicht. Spielt gerade Farming-Simulator. Was ist denn da los, Tominator? Was ist mit Tobinos? Aber echt. Tobinator, was ist da los? Mit Begeisterung spielt er das wahrscheinlich. Ey, geil, ist ein neuer Truck, warte. Oh nein, ich habe ihn aus Versehen weggehauen. Boah, den schnapp wollte ich mir. Wollte ich gar nicht. Ich wollte mir den auch gerade schnappen, aber du bist ja zum Glück ein Beifahrer. Hä? Du bist so was? Was ist das denn für ein behinderter Kack? Den schnapp ich mir. Hä? Schön. Wieso? Schnapp ich mir auch nochmal hier. Steig mal aus. Boah, die ist ja hot. Die Frage ist, kriegt man dann eigentlich alle Karren in dieser Liste dann automatisch oder was? Sollen wir uns mal umoperieren ein bisschen? Friseur gehen und so. Wird mal Zeit, ne? Ich hab ja irgendwie ich hab mal ein bisschen den Charakter verändern.
So, warte mal, ich habe hier gerade nochmal ein Gefährt organisiert. Ich wollte sagen, wir machen noch nicht unser Special-Ding. Aber nee, okay. Wir haben ja was vor auch. Ja. Das können wir aber noch nicht verraten. Aber das dauert noch, das dauert noch. Das muss noch. Was machst du denn dann da? Für die ganz treuen Zuschauer ist das ein Special. Wie oh nein! Das wollte ich dich gerade retten und dann kommen die Bullen sofort angescheißert. Oh, ich habe die weggetreten aus Versehen. Thunder Pump, Alter! Aber hier Bildungsauftrag kurz. Warte mal, hier Leiche. Bildungsauftrag. Was machst du denn da? So, ja, dann lass uns doch mal kurz. Ja, komm, Alter, lass die Bullen. Das wenn man ganz schnell rennt und dann anfängt zu kriechen. Cool. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal zum Schönheitschirurgen, ne? Okay, wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Moment, ich suche. Eine Sekunde, gib mir ja. A second. Warte, ich... Second, okay, ich gucke jetzt lange mal was anderes. Ein. Ich hab einen. Geht los. Die Reise okay, wo bist du? Jetzt. Wo bist du? Da, okay. Oh. So, nee, jetzt, lauf. Ach, da hinten ist übrigens ein Knotenpunkt. Hier sind Dingens. Egal, scheiß drauf. Machen wir später noch, oder? Guck mal, hier sind auf jeden Fall noch Datensätze. Auf dem Weg gerade. Achso, du bist jetzt geflogen? Ja, hier müssen wir einfach rüber. Oh, der Brückenpfeiler war mir im Weg, sorry. Oh ja, ach, der ist natürlich super gesetzt. Ja, echt, wer setzt denn da auch einen Brückenpfeiler hin, das weiß ich aber auch nicht, Alter. Denke ich mir auch jeden Mittwoch mit dem Auto, wenn ich da dagegen fahre. War eher so ein Krückenpfeiler, würde ich sagen. Ja, bei der Zoobrücke in Köln. Weißt du, was hat der Brückenpfeiler da zu suchen? Wir sind Superhelden. Und haben schon wieder 22 Datensammlungen. Du musst allerdings denken, dass du bei mir bleibst, ne? Ja, Alter, hier sind so viele Datensammlungen, ich kann gerade gar nicht. Obwohl, eigentlich ist es völlig wurscht. Ich komme dir eh gleich hinterher. Wo ich bin, genau. So, jetzt komme ich dir mal hinterher. Boah. Also ich glaube, so ein Megasprung. Klettere den Turm hoch. Und dann ein bisschen fliegen ist saugut. Ach, hier gibt es ja so einen Turm, den man hochklettern kann. Ob ich das mal probiere, während also du dann OP machst? Die Aufgaben sind sehr repetitiv, ne? Ja, ja. Soll ich mal den Turm hochklettern hier? Wie du willst. Hier gibt's ja so einen Megaturm. Also ich mach mal eine OP, ich verändere die mal ein bisschen. Was ist denn hier los? Ein Bauarbeiter und ein Typ einfach im Asphalt eingebuddelt. Geil. Entschuldigung. Ich hatte hier eine Schönheits-OP machen. So, Image as designed. Ja, so. Herzlich willkommen. Wir haben alles, was Sie brauchen, um Ihrem Gesicht dem makellosen Glanz zu geben. Uah, den ist verdient natürlich. Lalalala. Oh, Alter, das war knapp. Lalalala. Kann ich da nicht gleich hoch? Wir machen dein Gesicht, Chip. Und ich kann jetzt alles verändern. Alles? Der Hammer. Ich kann alles verändern. Kostet das eigentlich was, wenn man das macht? Ich glaube nicht. Wenn ich eigentlich alles bei Schönheitschirurgie weiß ich aus dem richtigen Leben, ne? Da mache ich ja auch öfter mal. Ich bin ja nicht so zufrieden mit meinem Aussehen immer. Nee, stimmt, ja. Ich weiß noch. Als du diese Hasenzähne da reinbauen lassen hast. Ja, die waren aber extra, die habe ich mir, weil es einfach Haute Couture. Ich meine, da stand ja auch geil, auch die ganzen Leberflecken einfach dann so ganz viel ins Gesicht ziehen. Oder eine Warze. So voll sexy und dann voll die Warzen im Gesicht. Würde ich auch machen, so als Gesichtschirurgie. Ich brauche mehr Warzen. Machen Sie mir mal ein paar Warzen ins Gesicht, bitte. So, warte, darüber muss ich jetzt, ne? Oder tiefe Pockennarben. Ja? Hua! Sieht man gar nicht. Sommersprossen ist eigentlich ganz süß, oder? Bei der gibt ja auch ein bisschen mehr Reflexion. Reflexion? So. Sind das Spiegel-Sommersprossen, oder was? Nee, im Gesicht, das wirkt da ein bisschen natürlicher. Ja. So. Oh, natürliche Augen? Was ist denn da der Unterschied? Ich weiß es nicht. Ich versuche mal, so lange den Turm zu meistern. Und in der Zeit hole ich uns noch ein paar Datensammlungen hier vom Turm. Ich finde, das mit dem Sommersprossen gibt dem Gesicht irgendwie mehr Kontur. Ich weiß ja nicht, ob es sein muss, aber es ist irgendwie so. So, und jetzt gucke ich nochmal kurz hier. Warte mal, was wollte ich denn noch ändern? Hier gehe ich nochmal zurück. Ich mache jetzt nicht so viel am Gesicht. Ich mache mal eine kleine Figur für kannst die Leute, du, kannst die du auch vielleicht mal noch Arscheinlagen eine neue Frisur machen? Sehen wollen. Arscheinlagen. So, die Frage ist, wo muss ich cool, die langen Wellen. Wo muss ich denn jetzt wieder hoch? Naja. Wo muss ich denn jetzt hoch? Ich weiß es hier teilweise echt nicht. Muss ich dann da Penose hoch? Pferdeschwanz geht auch komplett durchs Gesicht, auch sehr interessant. Marley. So ist das mit diesen Pferdeschwänzen. Ich hatte auch mal einen. Habe ich mir verkleinern lassen. Im Gesicht? Ja. Sag jetzt bloß nicht von Rumpel. Also einfach ein Zopf ist auch nicht so schlecht. So. Steht ihr? 36 Datensammlungen haben wir jetzt, oder? Wisst ihr, was ich mache? Ich nehme einfach mal lose Zöpfe. Lose Zähne. Lose Zähne zur Abwechslung. Römer ist auch lustig. So. Hi-Fi? Was war das denn nochmal?
Ach so. Ja, okay. Ich verstehe. Was denn? Wenn ihn für die Zukunft damit rumrennen, sage ich Tschüss Zukunft. Ach so. So eine schöne Zukunft also. Züchtig und lang sind auch schön, finde ich. Züchtig und lang? Sehr gut. Züchtig und lang. Ah, die Haare züchtig jetzt? Züchtig und lang. Ja, ja, züchtig und lang. Deine Haare. Die züchtig, züchtig und die lang. Züchtig lang. Züchtest du gerne lang. Hab ich, weiß ich, da weiß ich doch. Muss natürlich. Ich mir nicht erzählen. Welchen Zuschauer. Lange Zeit war natürlich auch eine absolut gute Frisur. Bemag die Charaktererschaffung, ja. Wir können hier stundenlang mit verbringen. Es tut mir leid. Ne, ist ja auch so. Vor allem kannst du da so viel Dönekens mitmachen. Ich weiß schon genau, was ich machen werde, wenn ich zur Chirurgie gehe. Ich weiß schon genau, was ich da machen werde. Asymmetrisch ist natürlich auch eine coole Frise. Steht ja auch verdammt gut. 41 Datensammlungen haben wir wieder. Deswegen nehme ich mal einfach... Nee, nicht Dreads in Zöpfen. Ah, das ist voll die... Das ist die übelste hier. Wie heißt du nochmal? Die Freundin von Joker? Harley Quinn. Harley Quinn, ja, genau, die ist es auf jeden Fall. Richtig, die so. Harley Quinn für so. Und hopsala! Alter! Um nicht hier die Zeit, die Sendezeit zu sehr zu schröpfen, nehme ich einfach mal lose Zöpfe. So, lose cool. Zähne finde ich immer noch schöner. Lass die mal blond und dann färben wir dir ein andermal ein bisschen was um. Sieht cool aus, finde ich. Steht ihr. Bei Make-up gehe ich auch nochmal. Solange dir nichts steht, ist das alles in Ordnung, du. Was? So, dann laufe ich hier mal ganz kurz ein bisschen schneller lang. Hier war es keine Datensätze hier. So, hier kann ich wieder freischalten. Alter, der Turm ist noch höher, glaube ich, als der andere. Kann das sein? Achso, weißt du ja nicht. Nee, weiß ich nicht. Aber mach ruhig, was du machst. Da oben hin, okay. Ich hole aber trotzdem mal das Ding von dort drüben. Ich habe den Turm fast erobert übrigens, wollte ich nochmal sagen. Cool. Das finde ich sehr lobenswert. Und dann muss ich aber auch nochmal zur Chirurgie. Ich meine natürlich zur Chirurgie. Cool, ich meinte ja mal die Augen so ein bisschen schwarz. Hui! Uah! Lass das mal so, glaube ich, erstmal, oder? Sieht doch cool aus. So, und bäm! Entschuldigung, Turm freigeschaltet. So, ich habe mich mal kurz ein bisschen umgestaltet. Jetzt haben wir so ein Zöpfchen gehört. Sieht ein bisschen aus, erinnert mich so ein bisschen an Lollipop Chainsaw. So, 2 von 5, hast du das auch gerade gekriegt? Verdammt, ist das hoch? 2 von 5, achso, kannst du ja nicht sagen. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Krass, hast du mit Sicherheit gekriegt, wir haben ja den gleichen Spielstand. Ja, wahrscheinlich. Und wir sind jetzt Level 9, mein Freund. Ich guck mal ganz kurz, wo, in welcher... Bin ich auch Level 9? Ich glaube, ich bin nicht Level 9, tatsächlich nicht. Aber du musst den Turm hast du mit Sicherheit auch freigeschaltet, weil... Also, du bist da jetzt ganz oben und ich krieg da nichts mehr angezeigt, glaube ich, beim Turm. Ich drücke einfach mal auf die Karte. Bisschen nervig, dass das Kürzel M nicht hier funktioniert. Nee, da ist nichts mehr, der gehört uns, der ist auch uns markiert. Alles gut. Ah, doch, ich bin Level 9, ich bin verpeilt. Komm mal hier runter. Ich entferne mich gerade von dir, aber ist das es wert? Das ist es einfach wert! Yeah! Ich bin der Überflieger und ich fliege übers Land. Wer die Erde entscheidet, mir geht's für uns kein Teller. Ins Wasser! Arschbombe! So. Komm mal zu dir geflattert. So, nee, warte, ich komm zu dir. Ich will ja auch noch Gesichtschirurgie machen. Bam. Hast du gerade noch eine Datensammlung unterwegs mitgenommen? Wenn sogar der Charakter Woo sagt, ist immer gut, oder? Ja, aua. Oh, aua. Okay. Hallo, Schnucki. Oh, haha. Na du? Wie siehst du denn jetzt aus? Ganz cool, ne? Ja, ja, ey. Ja, doch. Sieht schon ordentlich aus. Muss mal was anderes, weißt du? Man muss ja ab und zu die Frisur verändern. Hast du recht. Wenn man jeden Tag gefilmt wird, so, weißt du? Ah, du weißt ja, wie es ist. So, der Turm ist blau. Ich überlege, ob ich mir jetzt auch nochmal ganz schnell... Aber die brauchen neue Klamotten langsam mal wieder. Eine Ampel rum, warst du das gerade? Kann sein. Ich würde... Okay, wenn du dich umdesignst, dann gehe ich mal kurz nochmal Klamotten scherbeln. Wo ist denn hier die Gesichtschirurgie eigentlich? Da vorne gibt es nämlich noch einen anderen Klamottenladen. Wo ist denn die Nobody loves me. Wo ist denn die Gesichtschirurgie eigentlich? Mach, guck da einfach auf die Karte. Ach, na gut. Du musst es endlich lernen, mein Freund. Dann sag es mir doch einfach nicht. Nee, der ist da unten, du bist in der Nähe, aber es ist echt schneller, wenn du auf die Karte schaust, als wenn ich dir erzähle, da links, rechts, wenn vorne. Jetzt, wo bin ich denn hier eigentlich selber? Bin ich das hier? Nee, UFO-Vandalismus. Alter, ich sehe diesen Pfeil nicht, weil die Karte so groß ist, ich sehe dich. Du bist so ein Gelber, du kannst aber näher ranzoomen. Nobody loves me, Kleidung in Besitz. Da gehe ich gerade hin. Friendly Fire in Besitz, hey. Nee, das ist viel weiter südlich.
Ach, guck mal, die grünen Sachen sind alle in Besitz. Die gehören uns irgendwie schon. Ja, ich glaube, ich erinnere mich. Aber die haben schon einiges auch verändert. Und einiges weiß ich einfach nicht mehr seit Saints Row 3. Weil ich da halt ein bisschen raus bin. Da bitte ich um Vergebung. Aber dafür gibt es jetzt noch einen Datensatz als Entschädigung. 54, Mann. Können schon wieder welche kaufen. So. Ich jetzt erstmal Klamotten shoppen bei Nobody Loves Me. Hallo, Puppe. Entschuldigung. Ich bin einfach kein Gentleman. So, die Frage ist, ich muss jetzt da lang. Die Bullen ballern gerade auf mich, deswegen... Die 3D-Brillen. Lara Croft-Brille, auf jeden Fall die alte. Ganz cool eigentlich, diese Headstyle-Brille. Steht ja auch. So, das wollte ich mal mitnehmen gerade. Dann gehe ich doch mal hier rein. Ach, cool. Ja, ist schon... Was denn? Wie gibt's wieder so bescheuerten Shit, Alter? Ach, echt der Hammer. So, ich bin mal ganz kurz in der Chirurgie, weil ganz ehrlich, ich fühle mich einfach nicht mehr wohl in meiner Haut. Ich muss einfach mal... Eine Operation kostet 500, okay. Oh. So, Körper. Ein neuer BH kann ruhig mal drin sein, oder? Wahre Liebe nehmen wir natürlich. Welche Herzchenfarbe willst du denn haben, Gregor? Huch, jetzt bin ich ja ganz anders. Warte. So, ich mach mal. Ich glaub, so, ich Freunde, mal. Ihr wisst ja, was euch erwartet. Hey, ich wollte das natürlich noch machen. Ah, mit Return, okay. Manchmal kann man das vielleicht in der nächsten Folge machen, ohne dass jetzt der Spieler. Ach komm, lass mich das nochmal ganz kurz machen, oder? Oder weißt du was, wir machen das einfach gewieft, wir sagen einfach, oder? Nee. Wir sagen einfach, wie ich aussehen werde, das erfahren wir in der nächsten Folge, sowas in der Richtung. Ja. So ein bisschen Cliffhanger-mäßig. Also, ja genau, das ist immer Cliffhanger-mäßig. Dann machen wir das einfach so. Und was die Sarah Zahn anhat, erfahrt ihr auch in der nächsten Folge. Ach, ziehst du dich gerade um? Ja. Oh, da bin ich ja scharf drauf. Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Warte mal ab. Ja, da freue ich mich drauf. Und in der nächsten Folge geht's dann weiter mit Klamotten und Gesichtsoperationen. Unser Lieblingsthema. Ja, da haben wir viel geshoppt auf jeden Fall. Und ein bisschen Gesichts-OP gemacht. Aber der Gronkh ist natürlich auch noch in der nächsten Folge dran. Ich bin natürlich sehr gespannt, was du machst. Ich werde einfach so heiß aussehen, du wirst dich gar nicht mehr zurückhalten können, mein Lieber. Miau. Oh, ich glaube nicht dran, so richtig. Aber naja, wir werden sehen. Tschüss. Achso, tschüss.